Da sind wir wieder bei WarioWare INC und heute Abend spielen wir mit Bits und Dribble. Warum ändert sich denn dort nur Dribble? Also der Cutter heißt Bits, das weiß ich noch. Und das Genre Sci-Fi werden wir heute begegnen. Diamond Taxi. Ja, das ist auch so ähnlich. Die Sequenzen sind so im Stil von Wario Land 4 gehalten, ne? Auch ziemlich cool. Auch die Musik und so. Ja, und da wollen jemand hier reinsteigen. Und zwar wir. Ja, wir sehen etwas bekloppt aus. Und los geht die ganze Feier. Ah, das ist dieser epische Song. Das Spiel hatten wir doch schon. Wieso taucht das denn jetzt ab auf Ausweichen? Das kennt man auch von Smash Bros. Übrigens, die WarioWare Stage, die hat, glaube ich, in WarioWare Touch seinen Ursprung. Hier gibt es zwar die Hotels schon, aber die sehen nicht so angemalt aus. Ich kann mich da aber auch irren. Ja, Spitz und Dribble haben Sammlungen von Wario in ihren Spielen mit drin. Na gut. Sind dann in schwieriger Form enthalten. Oder auch nicht. Und man sieht, der Spit-Up lässt sich schon etwas Zeit. Es dauert ein bisschen. Jetzt werden die Aufgaben schwieriger. Aber gut, noch sind wir ja ganz gut durchgekommen. Ich überlege nur gerade, ja, Spitz und Dribble haben so eine Art, wie nennt man das, so eine Art Space Invader als Boss, aber das werden wir dann noch sehen. Starten. Ja, müssen wir von den Meteoriten flüchten. Manchmal ist es etwas verwirrend, was man tun soll. Also ein Wort, um die Aufgabe zu lösen, ist schon manchmal etwas knifflig. Und manchmal hat man auch nur einen Versuch. So, wir sollen rot treffen, denke ich mal. Ja, Speed up. Jetzt sind wir schon schneller. Komm, Taste Kombi drücken. Ja, Mario gegen Bowser hier, hä? Der unendliche Kampf. Ja, wunderbar. Zerstampfen. Da 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 da. So, jetzt müssen wir mit Kraft hier des Bambus zerschneiden. Und jetzt ausweichen. Ah! Okay, jetzt dachte ich schon fast, wir werden gedrückt. Unsere Leben sind die Steuerung ist mies. Ja, unsere Leben sind übrigens Bits dort oben. Ja, die Steuerung bei diesem einen Spiel war ziemlich verkackt. Und hier kommt der Boss. Der ist aber ziemlich cool, den mag ich. Ja, das ist eine Art Space Invaders. Man kann sich auch upgraden und so. Das ist ziemlich cool. Der gefällt mir wohl am besten. So, das ist ein Upgrade. Immer diese grünen Gegner werden zu Upgrades. Sind wir zu Kronen geworden. Mit Schutzschild. Und ich glaube, jetzt gibt es keine Upgrades mehr. Jetzt gibt es noch diesen Boss, also die Kugel in diesen Strudel reinlassen. So, geschafft. Und dann gibt es noch einen fetten Boss. Und dann ist dieser Boss auch schon besiegt.
Also, die Bosse sind wirklich kein Problem, wenn man sie wirklich kennt. Sammelt einmal ein zweites Upgrade, dann sterben alle Gegner, wie man sieht. Und das ist kein Upgrade, sondern ein Gegner. Und ja, den bekommen wir dann jetzt down. Das war schon etwas knapp. Ich glaube, man kann die Kugel in diesem Schutzschild nicht treffen. Immer nur dann, wenn sie draußen ist. Das bringt es jetzt nicht wirklich hier zu zielen. So. Komm nochmal raus. Und tot. Ja, wunderbar. Geschafft. Ja, kein Problem. Aber dann ist Spitz und Triple jetzt auch schon vorbei. Und hier kommt der Plot-Twist, denn wir sind gar kein Mensch. Oh mein Gott, sehen wir scheiße aus. Wir sind eine... Nein, ein... Merium-Mann? Keine Ahnung. Ja, und da wecken wir den beiden Taxifahrer zu, die ganz verwundert sind. Und der Smash Bros. Hintergrund aus Brawl. Ja, humorvoll. Und die haben vergessen zu bezahlen. Ja, wir sind schwarz gefahren. Standard. Und dann gibt's halt Eiscreme zum Ende des Tages. Ja gut, Freunde, die Zeit wird jetzt etwas knapp. Ja doch, das ist noch im machbaren Bereich. Ich muss nämlich jetzt bald rausfahren. Ja. Wir schauen uns dann nochmal etwas an. Ja, dieses kleine Game. Und dann ist heute schon wieder Schluss. Ja, Chicken Race. Das ist eine Art Bremstest. Ist immer lustig. Auch wieder ein Spiel, was man zu zweit spielen sollte. Und damit hat L gewonnen. Je näher man an die Klippe kommt, natürlich darf man nicht runterfallen. Steine, glaube ich, bremsen einen ab. Und wieder gewinnt L. Ja, das ist das ganze Spiel. Den Boss kann ich euch leider jetzt nicht mehr zeigen. Mir fehlt die Zeit, leider. Aber gut, dann wird vielleicht der 9-Volt-Part etwas länger sein. Der wird euch gefallen. Da werden viele kleine Easter Eggs zu sehen sein. Also, Freunde, dann schaltet wieder ein am Montag, wenn es dann wieder ja mit 9 Volt weitergeht. Bis dann und ciao.